Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich habe Lust, ein paar Server mir anzuschauen und ein paar Leuten zu helfen. Jetzt nicht so werbe, also ich werde jetzt nicht alle Server natürlich auch werbefreundlich präsentieren, aber einfach vorstellen, meinen Eindruck ein bisschen schildern und eben einfach den Leuten helfen, eine Community wieder aufzubauen. Es ist ja in letzter Zeit eher ruhig geworden mit Servern. Also ich habe eher so das Gefühl gehabt, viele sind eigentlich nur noch auf ganz guten Servern unterwegs. Und vor allem Rollenspielserver gehen leider alle ein bisschen zugrunde. Und deshalb möchte ich gerne mit euch ein paar Videos machen, wo ich ein paar Server anschaue, die von euch eingesendet werden an dracobasel@gmail.com, Draco mit C, wo er einfach kurz schildert, oh, ich habe den Server mit dieser Adresse, ich möchte gerne, dass du zu Besuch kommst, ein Video darüber machst und was der Server so zu bieten hat. Ich werde alle Versionen mit der Java-Version vom PC benutzen. Ich habe Multiverse, da kann ich immer wieder Multicraft, genau. Da werde ich immer wieder switchen können. Ich könnte auch die neueste Version machen. Und ja, wir werden dann sehen, wie es so ankommt. Ich werde wirklich wenig Werbung machen, weil ich selber Werbung nicht so mag und jetzt nicht immer alles ja, so Ding. Einfach nur schauen, ja, die Server wirklich auch besuchen. Halt nicht viel spielen, aber einfach ein bisschen mich umschauen und wenn ihr es nötig fällt, kann ich auch einen zweiten oder dritten Part machen. Aber ich möchte gerne ein bisschen sozialen Kontakt wieder pflegen in Minecraft, weil in letzter Zeit ja mit meinen Servern so klappt es halt nicht mehr so gut, ja. Und ja, es gibt in der neuesten Version so Grafikfehler, also so Schlitze, also dass die Blöcke zu sehr ausgegrenzt werden. Sieht nicht so schön aus. Vielleicht kann mir ja dadurch jemand helfen, dass das Minecraft wieder schöner aussieht. Ich bin nämlich gerade hier auch vom angespielt Let's Play am Warten, bis endlich Schildkröten Eier legen oder ja, gerne auch den See, also das Seegras annehmen. Nur eben sind auch viele nicht auf der Insel, weil wahrscheinlich die Insel auch ein bisschen zu klein ist. Aber gut, und die Eier schlüpfen auch lange nicht. Aber die schlüpfen, glaube ich, wenn man mehr Seegras denen zu essen gibt vor der Brut, als vor dem Eierlegen, dass die dann schneller wachsen. Also, ich bin sehr gespannt, wer sich da meldet. Ich hoffe, es meldet sich jemand. Ihr dürft ungeniert, also keine Probleme, einfach E-Mail schreiben und ich komme online, wenn ich dann weiß, ja, okay. Welche Version natürlich und welche IP-Adresse, genau. So, liebe Leute, jetzt seht ihr hoffentlich wieder eine Brut, aber leider wieder eine langsame Brut. Ja, ich liebe Schildkröte. Ich habe noch nicht so viel Kontakt mit Minecraft-Schildkröten gehabt. Ich kenne es noch nicht so gut. Ja, und deshalb... Ah, der pudelt jetzt. Okay, aber Schildkröten sind genderneutral, also es können beide eigentlich auch buddeln und Eier legen. Und wohin legst du jetzt das? Du machst jetzt komische Sachen. Bin mal gespannt, also ich liebe Server, egal wie schlecht er ist, wie schlecht gebaut wird, wie wenig los ist oder sonst irgendwas, ihr dürft alles einsenden. Und dafür habt ihr eben auch sehr viel davon, also eventuell werden Leute aufmerksam und kommen auf den Server dann. Also wenn ihr jetzt Probleme habt, einen Server aufrechtzuerhalten, dann ist das euer bestes Vergnügen. Wieso legst du jetzt keine Eier? Was ist denn dein Problem? Es gibt zu wenig Platz. Ja, jetzt. Die KI ist ein bisschen schlecht. Gut, das sind jetzt zwei, drei Eier. Ja, das ist vier. Das sind drei. Okay, dann ja, mache ich gleich weiter mit dem angespielt Let's Play. Und für euch, ja, dürft ihr jederzeit euch melden. Könnt es auch in der
also in der Videokommentare senden, wenn ihr es gerne öffentlich wollt. Und ich schaue mir gerne Server an. Ihr könnt auch fremde Server empfehlen, aber bitte dann wirklich auch dem Owner oder so Bescheid sagen. Ich möchte nicht einfach Server anschauen, wo ich nicht weiß, ob es unbedingt will, der Server ohne. Also, gut, ja. Also dann, ja, schönen Tag noch, viel Spaß beim Ansehen der Server-Videos und vom Angespielt und von anderen Minecraft-Videos oder von anderen Videos, die ich habe und auch täglich hochlade. Tschüss!